Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge. Fresh, erstmal aufgetunt, Junge. Schick dir nun läuft, Alter. Und ja, das ist ein bisschen hinten her, also ein Minuten. Und eine Challenge und jo, dann würde ich sagen, let's go. Was, Herr Kollege, was haben Sie jetzt gesagt? Nix. So, dann bin ich jetzt auf dem Weg mit dem, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Und jo. Der Herr Kollege redet weiter, der hat noch nichts geredet heute, die Folgen. Nö, ich habe heute noch gar nichts geredet. Nee, nee. Ich habe heute auch nicht den ganzen Tag geredet. Nö, nur nicht. Ja, weiß ich nicht, was du tust, den ganzen Tag. So, meine lieben Freunde, das war's halt dann schon wieder mit der. So, dann würde ich sagen, let's go. Let's go, die Ho. Wo ist er jetzt? Ja. Warum redest du die Folgen nix, Alter? Ich werde und sitzt du unten und redet einfach nix und zockt einfach dahin. Ja. Ich bin am Nachdenken, Junge. Ja, ja. Wie denn? Wie du mir dein Bankkonto überschreibst? Was ich dir schreibe, dass du mir erstmal die Danksagung zum Sieg überweist, Alter. Ja, ja. Labern nur so viel, wie der Tag lang ist. Geil. Und was sagen Sie zum LS22? Haben Sie schon vorbestellt? Ja. Haben Sie das? Ja. Haben Sie Season Pass auch mitbestellt? Kann man den auch mitbestellen? Ja. Egal, ich kaufe einfach alle einzeln. Wow, das ist eine Valentine, gell? Viel Spaß. Geld regelt doch von dir. Ja, was, servus. Was hat denn der jetzt? Das ist der LU-Mitarbeiter. Ja. Er kriegt jetzt mal direkt Stress und Druck. Weil ich ihn zugucke, fällt ihm erstmal der Schneidwerk ab. Junge. Ach, ich merke schon, der LS19 macht keinen Bock mehr. Warum? Warte nicht, das fällt einfach irgendwie schon mal oder was. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, passt. Jojo, der Herr Kollege.
Servus. Dass du Lou Felix bist. Felix redet nicht mit uns. Deswegen soll er damit hochkommen. Oder Lost? Felix redet gerade nicht. Ja, und? Warum rufst du dann nicht wieder runter? Ja, weil ich mit weil ich sage, dass der Lou Felix mal hochkommen soll. Ja, der redet ja aber nicht. Felix? Ja, schau, wie du siehst, redet denn. Ach, geh mal kurz runter. Was ist denn jetzt? Sag dir einfach, was ist. Ich will die Rechnung doch nur. Von das was? Das ist der Dreschfahrer wissen. Von was ist die Rechnung? Ich bin falsch gefahren. Bankfeld 43 und 62. Ja. 3500. 2500. Nee. Ja, wie viel dann? Ja, 2500. Ja, passt. So, wo ist das Problem? Ja. Herr L.U. Ja. Nils? Keine Ahnung. Mein Sohn? Moin. Tschüss. Ciao. Herr L.U. Felix? Felix, kurze Frage. Okay. Sympathische Antwort auf jeden Fall, muss ich schon sagen. Jojo. Jo. Ja, jo. Können wir Felix wieder runterkommen? Ja, mal. So, Herr Kollege, was machen Sie gerade? Wie viel haben Sie auf dem Konto? Wie viel Schulden haben Sie? Ich habe genug von allem. Digga, was fährt der Typ mir jetzt die ganze Zeit her, Junge? Was ist mit dem, Junge? Der ist süchtig, der kleine Junge, aber ich bin da einfach zu schnell für den. Ja, bis der oben an der Beiwahl ist, wo ich hinfahre, Alter, bin ich schon fünfmal wieder hoch und runter gefahren. Bist du lustig. Ey, wo fahrt denn ihr hin, Digga? Ich fahr hoch zur Beiwahl, Alter, mit mir hinterher. Bis er oben ist, Junge, bin ich schon fünfmal hoch und runter gefahren. Digga. Ich hab gedacht, ich fisch die 41, weil die auch an der Reife ist. Was ist denn das Park? Wow. Nee, alles gut. Wir wollen nur gleich Mais ernten. Ach, die 41 ist. Ja, hat noch woanders mal draußen auf das Ding? Die zwei unten und die das eine hier oben habe ich nur. Und halt viele Wiesen. Zwei unten. Ja. Das war hier unten. Was denn? Was denn? Ich hab alle, das ganze Eck da unten. Alles was blau ist, gehört mir. Ach, die Wiesen sind auch mähen. Nein, nein, die Wiesen sind auch mähen. Ich will nur häckseln. Okay. Willst du, wenn wir die 63 nehmen, dann hochkaufen? Und die, was? Und, haben wir mal ganz eine kleine Frage. Willst du die 62, die ist auch mit Mais? Haben, also wir kaufen das Feld, häckseln das hier runter für einen insgesamt einen Preis von 7k mehr. Von wie viel nochmal? 7k, 63. 63 mit dem Mais inklusive? Ne, das Maishäckseln kommt extra. Das Häckselgut 7k. Ich dachte jetzt 7000 für das Feld und für den Mais inklusive. Nein. Wie viel würde das noch kosten, das Häckseln? Keine Ahnung. Kommt auf den Häckseln, der Fahrer drauf an, wie lange der braucht.
Wow. Ja, machen wir. Ich habe eigentlich genug Geld. Was? Machen wir das. Oder aber die sind, glaube ich, noch nicht mal erntereif. Okay. Ja, schau ich dann mal. Fahren wir mit Auto noch nicht. Ja. Jo. So, Herr Kollege, jetzt reden Sie ein bisschen was. Die Folgen sind immer so leise. Ich bin gar nicht leise, ich bin geschüchtert, Mann. Ich weiß ja, halt, vielleicht brauchst du auch einfach ein Gehörgerät. Ich rede ja die ganze Zeit. Ich will die ganze Zeit machen. Das sind die letzten Folgen, da rede ich nicht mehr so viel, weil ich so viel wie ich am Schaffen bin. Ich will ja gewinnen. Genauso wie du. Hast deinen Kredit schon zurückgezahlt? Gut wie? Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Geld kriege, dann habe ich den komplett weg. Kalkst du noch aufs Gesäte? Okay. Warum? Wieso? Und was sagen Sie zu den Vorstellungen vom LS22? Was sagen Sie zur französischen Map? Boah, kann man machen. Kann man du, machen. Ich habe noch nicht so viele Bilder jetzt gesehen. Kann man machen, schreit er, ich glaube. Ja, sorry, ich hab noch nicht so viel gesehen. Du dummer Homo. Für ihn? Du dummer Homo, nur weil du nicht lenken kannst beim Schwaden. Wer? Du! Warum ich? Weil hier übelst viel abgefahren ist hier am Rand. Laber doch keinen. Ja, Digga, du hast schon das Lachen in der Stimme. Ich bin gar nicht gefahren, was ist mit dir? Ah ja, du bist gar nicht gefahren bei Schwaden. Nee, nur nicht. Wer hast Feld? Feld 41. Alter, jetzt ist der scheiß Kolk schon wieder leer. Was fällt 41? Oh, ich dachte gerade, hier fehlt eine Riesenecke. Wo denn? Da vorne, das ist so nicht das freie Stück. Wo denn? Komm mal mit. Hey, das. Das ist nicht von mir. Ja, du bist hier rumgefahren, das sehe ich ganz genau. Wahrscheinlich wird mir ein Schwader das ja. Unkraut dahin. Ja, entweder ein Schwader oder sonst andere Geräte vom Grasmann. Die Schnauzen. Ist doch so. Naja, du Memme. Gibt's aber jetzt zu, Million. Ich weiß nicht. Ja. Wegen dir ist jetzt der Kolk schon wieder leer. Wegen mir vor allem. Jo! Wir laufen aktuell Mist an. Alter, wie er aktuell schreibt. Ah ja. Kurze Frage. Ich würde dir 500 Euro geben, dann kannst du in den Deutschkurs gehen. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt aber auch schon wieder zu Ende der Folge. Und jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst so gerne ein Like und ein Abo da. Schaut gerne beim Herrn Kollegen vorbei, nicht Schnarrspaß. Wow. Und dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, was er so gemacht hat. Und ja, dann bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.